So, ich glaube, das hier ist die... Nein, da drüben ist die mit den Schädeln. Also die, in der wir gerade waren, die Hütte. Das ist die, die wir zugeteilt bekommen haben von Muntasir. Hier, genau, da hängen noch die Schädel da drüber. Und das ist die Hütte, die wir hier zum Übernachten hätten benutzen können. Ich finde ja süß, dass die Heilwurzeln hier alle in kleinen Töpfchen stecken. So, das heißt, auch die Truhe, die dort drin war, die hat uns gehört letztendlich. War ja unser Haus. Ne? Kann man so sehen. So, wir halt, wir nehmen das Gold mit. Viel Gold klingt gut. Und hüpfen wir hier runter. So, wir können auch zu Sven gehen. Dann müssen wir noch unsere Erzrohlinge geben. Den scheint es nämlich nicht so sehr gestört zu haben, dass wir Ishtar befreit haben. Dem sind die Assassinen vollkommen egal. Hier sind Erzrohlinge. Junge, du hast 10 Rohlinge aufgetrieben. Mann, du hast es drauf. Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen. So, leider gibt es dafür keinen Ruf oder irgendwas, aber immerhin 3000 Erfahrungspunkte, das ist ja auch was. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich weiß gar nicht, was wir bei ihm so lernen können. Ach ja, stimmt, das hatten wir schon geguckt, bloß die schweren Rüstungen richtig nutzen, was nicht viel mit Schmieden zu tun hat. So, ich glaube, ich lasse das mit den einzelnen Hütten jetzt hier. Denn so viel ist da jetzt auch nicht drin, es sei denn, wir haben ja noch irgendwo eine schwere Truhe, aber ich glaube es bald nicht. Nee, ist gar keine. Halt, ist das ein Heiltrank oder Wein? Natürlich Wein. Ich bin so ein bisschen auf Heiltränke aus, nachdem wir jetzt 20 abgeben mussten. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich hier unten durch. Denn hier unten war ja auch ein bisschen Zeug, was wir noch nicht einsammeln konnten. Gut, das war jetzt ein bisschen sinnlos. So. Kommen wir mal ein bisschen schneller. Hier haben wir auch wieder bloß Wein. Okay. Die Truhe. So, die ist viel mehr von Interesse. Ein paar Dietriche haben wir ja jetzt wieder, nachdem ich welche gekauft habe. Und die wollen wir natürlich auch gleich wieder alle verbraten, so wie sich das gehört. So, hier schwere Truhe, sehr gut. Was haben wir da? Ein Katana! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 2 Katanas jetzt schon. So, die alten Truhen sind übrigens die schweren Truhen, die Magiesachen enthalten. Wir sehen ja auch Verwandlungstrank. Gut, dass da Dietriche mit drin sind. Denn ich will nicht wissen, wie viel ich schon wieder verbraucht habe und wie viele mir bloß noch zur Verfügung stehen. Das sind wahrscheinlich nicht mehr so viele. Okay. Lassen wir den Raum dann auch hier so, wie er ist. Und gehen mal weiter nach unten. So, hier war bloß Lager, genau die Pfanne. Sag mal mit ein, warum nicht? Gut, dann geht's auch schon wieder hoch. Und hier war, glaube ich, auch noch irgendwo eine Truhe, oder? Habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Okay. Stimmt, hier war bloß noch das Amphorenlager. Was war hier? Rot. Na da. Noch mehr Wein wahrscheinlich unten. Ja. Ist halt viel Kram einfach, was in der Gegend rumliegt hier. Mit dem man nicht so viel anfangen kann. Muss man dann halt immer, also der Held kann ja sowieso einstecken, alles eigentlich. Der kann ja wirklich so viel wie er will einstecken. Aber wenn man irgendwann mal fertig werden will, muss man halt dann auch mal schauen, dass man den Billigkram liegen lässt. Ansonsten ist man hier eine halbe Ewigkeit beschäftigt. Ich glaube, an dem Pult war ich schon. Abgebrochen. Nee, oder? Jetzt verbraucht er mir auch noch die Dietriche hier, die wenigen, die ich noch habe. Ein Heiltrank? Wir sind schon wieder über 50, das ist gut. Geh jetzt besser. Alter, war ein bisschen freundlicher, ich habe dich gerade befreit. Aber ihr habt das ja noch nicht so ganz gerafft. So, noch ein Heiltrank, ein Bisonfell, warum auch immer. Den hatte ich schon ausgenommen, ne? Ja. Und den Alchemietisch, da wollte ich noch mal ganz kurz schauen. Genau, Heiltrank, da habe ich nämlich was. Hab auch genug Fläschchen. Ich glaube, ich mache einfach mal. Was haben wir hier eigentlich? Nebelgeist? Da fehlen uns Flaschen. Da brauchst du richtige Flaschen. Hier sind es noch Fläschchen. Ich stelle mir einfach mal so viele Heiltränke her, wie wir können. So. Damit haben wir jetzt nämlich wieder mal einen guten Vorrat. Denn ich glaube, wir werden noch ein paar Heiltränke mehr brauchen, wenn wir dann in andere Städte gehen, um dort die Sklaven zum Aufstand zu überreden. Hier noch irgendwas? Ja, hier, eine Metalltruhe. Das einzige von Interesse, aber es ist natürlich mal wieder nichts Besonderes drin, also ein bisschen zu essen. Ich würde auch immer mein Fleisch in die Truhe tun für schlechte Tage. Gut, vor allem schön, wenn man das dann ein bisschen vergisst,
und dann erst später wieder dran denkt, es auszugraben, dann ist es besonders lecker, das Fleisch. Mir fällt gerade auf, wir sind noch die Löwen unterwegs. Ich hoffe mal, die greifen uns jetzt nicht an. Kann aber durchaus sein. Nö, die sind zahm, das ist gut. Das finde ich schön, dass ich die nicht töten musste. Dann bleiben im Hauptspiel hier die Löwen zumindest verschont. Ich habe ja, als ich vorhin hier die seltsame Session gemacht habe, oder was heißt Session, das war ja so mittendrin jetzt in der Session hier, da habe ich ja, ein Schatz. Da habe ich ja ein bisschen Löwen getötet, einfach nur um die Ecke zu zeigen, wo die räudigen Bastarde rumkriechen. Aber hier im normalen Spiel lasse ich sie dann wenigstens sein. So, die Birnen sammle ich jetzt aber nicht alle auf. Was ist denn? Was willst du? Ihr seid frei! Geht! Was ist denn? Geh jetzt besser. Nee, geh du! Du bist frei! Hier ist niemand mehr. Was ist denn? Ach Mann, Leute, ihr seid doch so blöd. So, ein paar Bananen als Essig gebracht hat, ist ja immer scharf auf Bananen, ne? Nein, kleiner Schatz. Okay, hier ist noch eine Truhe. Große unmöglich. Truhe. Oh, da brauchen wir unmögliche Schlösser knacken, was wir nicht können. Aber ich habe auch gelesen, dass die Inhalte der Truhe gar nicht so, der unmöglichen Schlösser gar nicht so besonders sind. So, ich glaube, wir haben es uns noch nicht in Ruhe angeschaut. Also hier gibt es Goldstatuen von Assassinen, von Gargoyles und so. Das ist schon ziemlich cool hier. Gefällt mir wirklich gut. Hätte er eigentlich hier das Zepter von Varant in der Hand? Kann das sein? Das sieht bald so aus, oder? Na gut, was soll's? Wir gehen mal hier ans Pult. Uninteressant. Wie immer. Der hat allgemein kein allzu großes Interesse an Gelesenem, habe ich das Gefühl. Oder an Lesbarem. So, das viele Gold sagt man noch mit ein. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Gold ist. Also, da gibt es bestimmt auch Beträge für. Aber die weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Achso, das Wasserbecken ist einfach nur nach oben gerutscht. So, und hier hinten haben wir nämlich noch die Schatzkammer. Hier haben wir noch viel Gold und mehrere Schätze rumliegen. Und die sag ich doch sehr gerne noch mit ein, um unseren Goldbestand ein bisschen zu erhöhen. So, kann ja nicht schaden. Unmöglich. Auch hier wieder eine mit unmöglichem Schloss. Die lassen wir dann einfach sein. Hier gibt's auch genug Gold, so anderweitig. So, den leisen Tod, den nehmen wir auch mal mit. Auch wenn wir hier nicht mit Bogen kämpfen, aber kann ja nicht schaden. Da haben wir zumindest was, was wieder Gold bringt, wenn wir mal wieder was verkaufen müssen. Auch wenn ich daran zweifle, dass wir noch allzu viel Gold brauchen werden, ehrlich gesagt. Denn wir haben jetzt unsere schwere Nomadenrüstung, die mir ziemlich gut gefällt. Wir werden später noch durch einen Quest in Myrtana eine bessere kriegen, nämlich die Ork-Rüstung. Die habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt, vorhin in dem anderen Dingens. Ein echtes Paladin-Schwert? Oh! 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 Warum auch immer die ein Paladin-Schwert dabei haben, aber das ist ein nicht abgenutztes Paladin-Schwert. Achso, natürlich, das ist ja nach Anzahl der geöffneten Dingens. Trank der Lebenskraft könnte man natürlich auch trinken, wobei ich meine 1000 Lebenspunkte sehr mag, diese runde Zahl. Okay, dann muss ich doch sagen, legen wir doch mal hier das Paladin-Schwert mit an. So, dann kommt das Schwert hier, dann machen wir einfach mal so. Okay, cool. Ich brauche da bloß noch einen Schleifstein, damit wir das Paladin-Schwert auch nochmal schleifen können. Und ich würde sagen, das hat sich jetzt ja richtig gelohnt, hier nochmal im Palast ein bisschen rumzulaufen. Einiges an Gold gefunden. Und wir haben außerdem ein neues Schwert, ein Paladin-Schwert. Was ist denn? Schnauze halten. So. Wir haben das Hauptquest soweit eigentlich abgeschlossen. Wir könnten im Prinzip auch schon zu Xalas gehen, weil das Spiel dann noch nicht sofort vorbei ist. Aber ich möchte trotzdem erstmal hier in der Wüste bleiben. Schwer? Ja, damit. Gut, damit ist ich da jetzt eine Geisterstadt. Und ich esse jetzt einfach mal. Wir können auch schlafen, aber ich will eigentlich nicht so viele Tage hier aufs Konto bringen. Deswegen essen wir einfach mal, denn wir haben sowieso genug zu essen und auch Heiltränke haben wir genug. Und dann speichern wir erstmal. Erstmal speichern. Errungenschaft sozusagen oder erstmal einen Erfolg erzielt. Und halt, ich wollte noch zum Heiltrank gehen. Was quatsch ich denn? Zum Schleifstein. Wenn nicht gerade der Typ dran steht. Nein, sehr gut. Der schmiedet. So, wir kommen noch zum Schleifstein hier. Und schleifen mal unser Paladin-Schwert. Genau. Das bringt nichts. Da können wir es nicht. So nicht.
Nein. Okay, die können wir auch noch schleifen, was uns natürlich jetzt nicht so viel bringt. Okay, jetzt sind wir echt schon drauf gerechnet. 67 Klingenschaden, vorher war es noch bei 57, oder? Ja, hat's, wie es aussieht. Okay, sehr cool. Genau, die Katanas, warum nicht? Machen wir auch mal mit. Bringt nichts. Oh ne, die ganzen Assassinenschwerter fange ich jetzt nicht an. Ne? Okay, wir haben eine neue, sehr, sehr gute Waffe auf unserem Rücken. Und damit können wir jetzt mal ein bisschen Lago aufräumen. Das wird ein ganzes Stück angenehmer als ich da, würde ich sagen. Auf nach Lago. Vielleicht können wir auch noch mit Chakio reden. Wer weiß. Oh, ich glaube, wir können nicht mehr mit Chakio reden, denn der ist gerade schon am Kämpfen. Und ich helfe mal kurz hier meinem Freund, dem Löwen. So. Oh, Mamu, was war denn das? Wolltest du mir etwa in den Rücken fallen, du kleiner Hund? So, ich weiß immer noch nicht, warum die Orks gegen die Assassinen kämpfen hier. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Was jetzt? Chakio? Chakio hat Magie drauf? Was geht denn hier ab? Sibur! Sorry, Sibur. Ich wollte dich eigentlich nicht unbedingt töten. Ich hätte dich gern flüchten lassen. Lässt du die Finger von dem armen Löwen? Ich kann nicht auf ihn schlagen? Weil Grubens grün ist. Ah, das ist ja Mist. Ich kann ihn nicht schlagen, weil er grün ist. Okay, dann machen wir das anders. Da muss es halt mit Pfeil und Bogen, mit Armbrust sein. So. Ich werde nicht zulassen, dass dem Löwen etwas passiert. So. Yeah! So sieht's aus, mein Freund. So. Alles gut, Löwi? Er hat nämlich nicht mehr so viel Leben gehabt. Wir haben's. Lago ist frei. Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein. Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Ich glaube, wir sind würdig. Wir haben mit allen gesprochen. Und ich mag Chakio so unglaublich. Er hat auch so eine coole Stimme, so eine Tiefe. Ich mag Chakio unglaublich und mich freut es, dass wir mit ihm jetzt hier so richtig schön ins Reine kommen, dass er uns wirklich freiwillig den Stein überlässt. Ich habe zu deinen Brüdern gesprochen. Ich spüre, dass du wahr sprichst. Der Stein des Löwen. Seit vielen Jahren trage ich ihn. Du hast dich als würdig erwiesen, ihn zu tragen. Nutze seine Magie für deinen Kampf. Nutze seine Magie, um unsere Brüder zu befreien und die Assassinen aus ihren Sklavenburgen zu vertreiben. Oh ja, das werde ich. Vielleicht nicht unbedingt so sehr, indem ich mich in einen Löwen verwandle, aber naja. Was hast du jetzt vor? Es ist Zeit, den Atem Adanos zu teilen. Wir rauchen die Pfeife. Doch der Kampf geht weiter. Wenn du den Löwen rufst, wird er mit dir kämpfen. Genau, wir können Shuckles nämlich tatsächlich als Kampfgefährten mitnehmen. Würde ich sehr, sehr gern machen. Die Sache ist, wir müssten halt dann ohne Teleport arbeiten und so durch die Gegend laufen, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Deswegen lasse ich Chakio, wo er ist. Das möchte ich machen, weil ich normal bin und deswegen muss ich lernen, die Hitze zu ertragen. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Mach keine überflüssigen Bewegungen. Bewege dich nur so wenig wie notwendig und spare deine Kräfte. Die Hitze kann anstrengender sein, als gegen eine ganze Herde Monster zu kämpfen. So, einfach weil ich normale bin, das war jetzt aus Prinzip, dass ich das lernen musste. Gut, was ist, kämpfe mit mir und komm mit, zwei verschiedene.
Kämpfe mit mir. Der Löwe kämpft an deiner Seite. Okay, das kommt aufs selber raus wahrscheinlich. Dann, Shaku schließt sich uns an. Das möchte ich jetzt gar nicht. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Natürlich. Du sollst jetzt aber eigentlich... Komm, bleib noch mal kurz da. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was kann ich denn bei ihm lernen? Bei ihm kann ich Stabkampf lernen. Das ist ein bisschen dumm. Also das finde ich blöd. Ich finde es sowieso komisch, dass Shaku Magie beherrscht. Aber ist natürlich sehr interessant. Finde ich auch insofern interessant, dass er halt, also ich habe ihn halt auch im Rollenspiel immer so gemacht, dass er wirklich dann, ja, er ist halt der einzige Nomade, der sich mit Magie beschäftigt. Ich habe ihn ja auch so gemacht, dass er der Schüler der letzten richtigen Druiden war, die den Löwenstein beherrscht, besessen hat und beschützt hat. Und dadurch hat er, obwohl er selbst bei mir im Rollenspiel halt, bei uns im Rollenspiel halt keine Magie beherrscht, hat er dort eine ziemliche Affinität dafür. Was habe ich eigentlich für einen dicken Hals, sag mal. Und er hat eine ziemliche Affinität dafür und halt auch einiges an Wissen, auch wenn das hauptsächlich theoretisch ist. Sorry, Batras, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ach Mann. Lago ist frei! Was für ein Kampf! Hier, Mann! Jetzt kommt die Zeit der Entspannung! Entspannung? Na klar doch! Zeig mir deine Ware. So, bei dir gibt es noch die Gerichte zu kaufen. Die sacken wir rein. Wieder 9 Stück, also wieder 90 Goldstücke, die wir irgendwie finden müssten. Achso, der hat aber gut Geld. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet, ob wir da nicht irgendwie was an Gold noch mit einsacken könnten. So, da können wir nämlich eine von den Äxten zumindest mit rein schmeißen. Klappt das? Klappt. Sehr gut. 5 Gold. Oh, das ist perfekt. Perfekt. Großartig. Finde ich gut. Gut, Rasul hat jetzt also auch eine Barbaren-Streitaxt oder was auch immer das für eine war. Habe ich jetzt gerade gar nicht so drauf geachtet. Ansonsten haben wir hier vielleicht bei Fabio oben eine schwere Truhe. Nur eine normale Truhe. Schade. Aber was soll's, nehmen wir mit das Zeug. So. Und damit können wir auch das beschauliche Lago hinter uns lassen. Ein Dörfchen, das ich sehr, sehr mag irgendwie. So, ansonsten gibt's ja eigentlich nichts mehr. Gut, gehen wir zum nächsten. Das geht jetzt alles hier bis Brezelbacken. Ich speichere nochmal kurz. Bensala vielleicht. Ich möchte nochmal kurz schauen, ob die uns sofort angreifen jetzt. Ob die irgendwas sagen und uns sofort angehen. Oder ob wir vielleicht noch die Chance haben, für Gioris dieses Quest zu machen. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann werden wir da gleich. Das ist Braga. Wo ist es denn? Bensala muss ja Hammer. Ne, ist der Hammer klar. Bensala ist ja auch Schmiede. Kannst du ja nicht mehr für. Ach, hier oben der Amboss, natürlich. Ja, also da kann es sein, dass sie uns gleich angreifen. Weiß ich nicht, werden wir mal sehen. Vielleicht können wir es aber auch noch abschließen für ihn. Sagt ihr was? Wir passen auf. Sehr gut.